Hey, herzlich willkommen zu einem Video. In diesem Video zeige ich dir, wie ich meine Vlogs schneide. Also ich benutze Final Cut dafür. Und ich habe jetzt mal, ich habe hier einen Ordner erstellt, der heißt Vlog 3. Und da packe ich alle Dateien rein, die ich da für dieses Video halt brauche. Denke ich am Anfang hin, erstelle eine neue Mediathek. Die Mediathek nehme ich dann halt, wie das Video halt, und speichere das in dem Ordner drin. Dann stelle ich in dieser Mediathek, die Vlog 3 heißt, ein neues Ereignis und auch gleichzeitig ein neues Projekt. Ich habe auch schon angefangen, das Video zu schneiden, also den Vlog. Deswegen, steht ganz so neu. Aber hier unten habe ich noch ausgewählt, dass der hier Dateien am ursprünglichen Ort ist. Wir importieren die Sachen und dann geht's los. Vlog und Comedy-Videos sind ja anders so auch geschnitten bei mir. Das ist jetzt halt Vlog, wie ich einen Vlog schneide. Wenn ich nochmal ein Video darüber mache, würde ich ein Comedy-Video schneide, schreib mal einen Kommentar oder so, keine Ahnung, ist mir egal. Wir haben jetzt hier einmal das Video und ich gucke jetzt einfach an, was man überhaupt im Vlog braucht. Das heißt, ich fange jetzt schon an zu schneiden, aber halt nur ein bisschen grob, weil diese Szenen, die ich überhaupt brauche zum Schneiden, halt raussuchen. Und dann nochmal E, um es ans Ende der Timeline zu packen. Und jetzt habe ich hier ein paar Takes drin liegen. Ich kann ja nicht reden, deswegen muss ich immer gucken, welche Sachen hier am deutlichsten zu verstehen sind. Ich hatte nämlich keine Maus. Am Stein benutze ich einfach das MacBook hier. Und dann haben wir das Trackpad hier, ganz normal, Standardzeug, ne? So kann man zoomen. Hier die Tastatur auch einfach nur das MacBook. Maus habe ich zwar auch, eine richtig gute eigentlich sogar. Finde ich einfach besser so und deswegen benutze ich einfach nur das Trackpad und nicht die Maus. Das kann ein bisschen kürzer sein hier. Obwohl das halt noch irgendwie Ton da ist, vom Reden her, erkennt man welches Wort das ist. Deswegen mache ich einfach das halt weg, das Ende. Ich habe mal das erste Mal Final Cut Pro Schneid in Livestream gemacht. So, wo kommt denn der Schnee angeflogen? Da haben sie Schnee angeflogen, machen wir hier so kurz vorher. Soll ja ein Witz entstehen, sag ich mal. Deswegen ist natürlich jetzt nicht so, dass ich einfach versuche, das zu cutten, dass es wirklich realistisch aussieht, sondern so, dass es halt am witzigsten ist, sag ich mal. Dass der Witz nur da ist, sag ich mal. Das ist jetzt schon ganz gut. Wird auch noch ein bisschen fein geschliffen gleich noch. Aber vorher gehe ich ganz kurz mal hier hinten hin, denn hier sind schon Effekte drauf, wie man hier sehen kann. Die kopiere ich mal einfach mal einsetzen. Warum eigentlich die hellen Sachen? Rot, Mitteltöne gar nicht. Was ist da los? So. Richtig krass. Krass, ja, natürlich kann man jetzt nicht widerstehen und krass. Das machen. Machen wir hier einen Cut rein, kopieren wir das, Steuerung Z rückgängig machen, wieder hier einfügen, zweimal. Das hier. Das machen wir dann einmal rückwärts. Das ist mir aber ein bisschen zu lang tatsächlich noch. Wer hätte es gedacht? Was natürlich jetzt noch fehlt, ist Musik. Das kommt noch. Wobei ich gerne diese Szene ein bisschen früher im Vlog hätte. Okay. Machen wir mal hier das Zeug hier, ab da. Genau, da kann man es reinpacken. Das ist schon mal ganz gut, aber natürlich noch nicht fertig geschnitten hier. Ich hätte das vielleicht vorher fertig schneiden können und dann erst da reinziehen können, aber ist egal. Denn es kommen noch zwei Sachen hier. Ich habe noch zwei Clips hier übrig. Mit dem Shot möchte ich mal was ausprobieren. Zum Beispiel jetzt einen Day-for-Night-Effekt reinpacken. Ja, mal gucken, wie das dann aussehen wird. Einmal habe ich einen Day-for-Night ausprobiert, das war aber auch drin und ein bisschen länger her. Und noch nicht mit Final Cut, deswegen mal gucken, wie das passieren wird. Da kann ich nochmal extra ein Video zu machen. Wenn das fertig ist, ist jetzt hier oben verlinkt. Ja. Das ist also quasi so der Prozess, in dem ich meine Videos schneide. Wenn ihr wisst, wie der Vlog aussieht, wenn er fertig ist, kannst du hier klicken. Um nichts zu verpassen, kannst du natürlich auch noch gerne kostenlos abonnieren. Und wir sehen uns dann nächste Woche Freitag zu einem neuen Video wieder. Tschüss!